Söhne erzählt von den Abgründen, von den Konflikten, von den Ecken, Kanten und Freuden junger Männer, der Suche nach Identität und Selbstbehauptung. Mit 15 bin ich zu meinem Vater gegangen und habe ihn gefragt, Papa, was bin ich? Bin ich Deutscher oder bin ich... Er hat keine Sekunde gezögert und hat gesagt, du bist Deutscher. Am liebsten hätte ich meine Sachen gepackt und wäre gegangen. Papa, kennst du deinen eigenen Sohn nicht? Ich habe Angst, dass mein Vater von seiner Zeit im Gefängnis den Folterhaufen erzählt. Meine Eltern sind anerkannte politische Flüchtlinge. In den letzten 20 Jahren wurde viel Aufmerksamkeit auf die Rolle der Frau gelegt, vor allem auch auf die Frauen, die aus einer interkulturellen Geschichte kommen. Ich finde, die Männer sind sehr zu kurz da drin gekommen. Die Geschichte, die Zwänge, die Fragen, ja auch der Druck, unter dem die Männer stehen. Und das hat mich bewogen aus meiner Theaterarbeit, die sich in diesem ganzen interkulturellen Umfeld seit vielen Jahren damit beschäftigt. Meine Mutter hat gerufen, Stani, Stani, kurwa, chodź tutaj, zimno jest! Czyś się zgłupiał? Chodź tutaj, ale już tutaj chodź! King Kong, Kong, verpiss dich, du Stück Scheiße, du Bastard! Entsteht ganz viel Reibung, ohne Zuweisung, aber auch ohne Be- oder Verurteilung, also ohne Bewertung oder Verurteilung. Ja, und das in die Welt zu stellen, das ist mir wichtig.